Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute möchte ich euch meine Lieblings 5 Retro-Spiele des letzten Jahres vorstellen. Ich habe ja schon letztes Jahr ein ähnliches Video gemacht und die meisten von euch werden wahrscheinlich die Regeln im Kopf haben und werden sich jetzt fragen, hä? 5 Lieblings-Retro-Spiele von 2020? Hä? Was meint er? Was bedeutet das? Ganz einfach, das ist eine höchstpersönliche Liste, sage ich mal. Und zwar, das dreht sich wirklich nur darum, um Retro-Spiele, die ich entdeckt habe, beziehungsweise zum ersten Mal gespielt habe im letzten Jahr. Das heißt, ich habe für den Spielen ein Testvideo gemacht. Das heißt, im Prinzip könnte man es auch irgendwie nennen, hey Retro Pandas, 5 Lieblingsspiele, die er letztes Jahr getestet hat oder irgendwie sowas, aber das klingt etwas sehr umständlich und deswegen machen wir das jetzt ganz einfach mal so. Eins vorweg natürlich, ist es eine höchst subjektive Serie bzw. Liste und dadurch natürlich, ihr müsst da nicht zustimmen, aber das ist so irgendwie so das, was mir im Herzen lag bei dem Spiel. Aber ich würde sagen, genug der langen und wirren Vorrede, fangen wir mit Platz 5 an. Und da haben wir ein Super Nintendo Spiel und zwar Zool. Ja, Zool ist ein interessantes Spiel. Erstmal vorweg, es ist ein Super Nintendo Spiel. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, so viele Super Nintendo Tests, das macht der Panda gar nicht mehr. Ne? Das liegt einfach daran, weil so momentan so mein Sammelinteresse sich eher Richtung Gameboy verlagert und ich habe momentan einfach wesentlich mehr Spaß dran, Gameboy-Spiele zu spielen. Und da diese Testvideos ja auch sowas Persönliches sind von mir. Ne? Ich stolper über ein Spiel, guck's mir mal genauer an und will mir meine Einschätzung mit euch weitervermitteln. Das ist so eigentlich dieser Sinn, dieser Was-taugt-Folgen. Und irgendwie habe ich in letzter Zeit viel, viel, viel mehr Bock auf Gameboy und deswegen kommt auch wesentlich mehr Gameboy-Kram in allen Fronten. Und das war eins so der letzten Super Nintendo-Spiele, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die ich getestet habe. Und Zool ist wahrscheinlich für viele von euch jetzt erstmal eine überraschende Wahl für den Platz 5. Ich habe ja zum Beispiel auch Street Racer getestet, was ja neutral betrachtet eigentlich das viel, viel geilere Retro-Spiel ist, was ich mir dann quasi mal neu entdeckt habe und neu erschlossen habe. Aber ich habe sie aus einem ganz einfachen Grund geschnappt. Und zwar ist es ein durchschnittlicher Plattformer. Es ist okay. Es kam, glaube ich, auf allen Plattformen damals raus. War ursprünglich ein Amiga-Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, die Ästhetik schreit natürlich sehr nach Heimcomputern. Da ich persönlich aber damals mit Heimcomputern auch groß geworden bin, also nicht mit einem Amiga, aber zumindest mit PC, gefällt mir der Stil einfach sehr. Und ich habe das Spiel damals auf dem PC hoch und runter gespielt und dadurch habe ich da sehr, sehr positive Erinnerungen dran. Und daher muss ich das jetzt auch einfach mal nachholen, mir das für Super Nintendo kaufen, was natürlich heutzutage etwas leichter spielbar ist als ein Retro-PC. Mit oder ein PC mit DOS-Box und so weiter aufzusetzen. Und da habe ich das wieder nacherlebt und irgendwie kam das so gleich wieder, obwohl das Spiel an sich nicht so der Hammer ist. Ne? Aber deswegen, also dieser Platz ist sehr, sehr persönlich und sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Zool ist ein solider Plattformer. Ihr könnt es euch holen, ist aber jetzt kein Überpflichttitel. Ganz witzig ist natürlich auch im ersten Level dieses schöne Product Placement von Chupa Chups, was ihr da überall diese Lollis im Hintergrund seht und so weiter. Ist ein okay Spiel, aber definitiv kein Must-Have. Persönlich gefärbt dieser Platz. Kommen wir zum nächsten Platz. Und zwar, ich musste den Titel einfach hier reinlassen und das war das Panic Bomber für den Virtual Boy. Ich habe sie ja groß abgefeiert in den Pickups, dass ich mir einen Virtual Boy geholt habe und ich habe da mittlerweile auch schon so einige Spiele für und ich mag dieses Spiel einfach, obwohl das Spiel an sich auch wieder ist nichts Besonderes. Es ist ein typisches Puzzle-Spiel, wie ihr es schon tausende Male gesehen habt. Ihr habt Symbole, die von oben runterfallen und ihr müsst es halt dann irgendwie kombinieren mit anderen Symbolen. Ihr kennt das Spiel, 3 in einer Reihe, dann verschwinden die. Je mehr ihr zusammen verschwinden lasst, desto mehr Chaos richtet ihr auf dem gegnerischen Spielfeld an und so weiter. Ihr kennt das alles, es ist nicht mal ansatzweise irgendwie was ganz Neues und Aufregendes, aber dieses Spielprinzip wurde halt auch nicht umsonst so oft kopiert. Es ist
einfach suchterregend. Ich habe es angemacht und ich habe gespielt und gespielt und gespielt. So, jetzt haben wir natürlich den Virtual Boy. Der 3D-Effekt, der hält sich natürlich eher zurück. Das ist ganz cool, wenn ihr es auf Original-Hardware spielt. Ihr braucht es aber auch nicht unbedingt. Deswegen, ihr könnt es eigentlich auch ganz gerne auch mal auf den Emulator antesten, wenn ihr mal Interesse daran habt. Geht nicht unbedingt bei jedem Virtual Boy-Spiel, dass man es auch mit dem Emulator mal zockt, aber damit geht es ganz, ganz gut. Ja, ich habe auf jeden Fall Spaß mit meinen Virtual Boys. Wird jetzt auch bald ein Test zu einem der besten Virtual Boy Spiele geben. Ich habe mir da etwas gegönnt, kommt in den nächsten Pickups, was genau. Und kann ich euch schon mal vorwegnehmen, das Spiel, das hat mich wirklich weggeblasen, so geil ist das. Aber ich schweife wieder ab. Virtual Boy, Panic Bomber für den Virtual Boy ist auf Platz 4. So, auf Platz 3. Fangen wir jetzt mit den Gameboy-Sachen an. Und zwar Platz 1, 2 und 3 sind Gameboy-Sachen. Ich fange an mit Batman The Animated Series. War eine Empfehlung von einem von euch. Ich habe leider den Namen nicht mehr parat. Und ich hatte von dem Spiel nicht so groß was gehört. Ich dachte mir so, jo, Batman geht eigentlich immer, holt sie die mal. Hab aber in dem Fall nicht sehr viel erwartet, weil ich dachte mir so, okay, eine Lizenzversoftung, ne? Ihr kennt da dasselbe, da sind eigentlich 90% sehr lieblose Kacke irgendwie, was ihr euch eigentlich auch schenken könnt. Aber das Spiel ist echt super, es ist ein relativ spät erschienenes Gameboy-Spiel, das heißt, es wird da technisch ziemlich viel rausgeholt und die Animationen sind einfach klasse. Es gab natürlich so ein paar kleine Kritikpunkte, wie zum Beispiel für mich, sie sind die Gegner nicht sehr abwechslungsreich, ehrlich gesagt. Also ihr kämpft natürlich so nach und nach gegen diese Batman-Schurken, was natürlich so ein bisschen lose in einer Story alles verwoben ist. Und in jedem dieser Bereiche gibt es immer nur so ein, zwei Gegnertypen. Das ist so ein bisschen langweilig auf Dauer. Aber der Fokus steht auch so eher drauf, das Level zu erkunden. Ihr könnt euch an Wänden dran halten und hin und her springen und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß, steuert sich sehr fluffig. Grafisch echt exzellent, hat mich positiv sehr, sehr überrascht. Also jeder, der auch nur ansatzweise was mit Batman irgendwie anfangen kann, sollte sich dieses Spiel holen. Und nicht nur die, sondern auch wirklich jeder, der wirklich auch mal einen überdurchschnittlich guten Plattformer für das System sich irgendwie mal anschauen will, was vielleicht nicht immer so in dieser ersten Reihe steht, so nenne ich das ja immer so ganz gerne, sollte sich dieses Spiel auf jeden Fall mal anschauen. Und an Platz 2 haben wir auch einen Titel, den ich von einem Zuschauer empfohlen bekommen habe, und zwar sehr nachhaltig, und zwar vom guten Boris. An dieser Stelle viele Grüße an dich, und zwar Tiny Toons Bubs Big Break. Es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Also er lag mir schon so länger ein bisschen in den Ohren. Ah, hey, teste das mal an. Das ist wirklich, wirklich super. Das musst du unbedingt mal antesten. Ich dachte mir immer so, ja, ich habe da mal einen Test für Bubs Big Break für den Super Nintendo gemacht. Ist ein gut gewordenes Spiel. Die Tiny Toons Spiele dieser Ära, die sind ja eh alle relativ gut gelungen eigentlich. Und dachte ich mir, okay, gut, dann schaust du dir einfach mal die Gameboy-Fassung an, ne? Und es ist ein Plattformer. Das ist auch sehr liebevoll alles gestaltet, also technisch sieht das wunderbar aus, ihr seht es ja im eingeblendeten Gameplay. Da kann man nicht meckern, das wird auf jeden Fall der Lizenz wirklich sehr, sehr gut treu. Und was ich an diesem Spiel so schön finde, sie hätten sich einfach darauf ausruhen können, hier ist ein solider Plattformer, zack, ab geht's. Nein, ihr könnt aus drei verschiedenen Charakteren auswählen. Die sind jetzt von der Steuerung her nicht groß unterschiedlich, also was das Springverhalten angeht und so weiter. Aber die haben alle jeweils eine verschiedene Waffe. Und diese Waffen sind verschiedene Gemüsesorten und die Waffen unterscheiden sich halt dadurch, dass sie sich irgendwie anders verhalten. Ne? Also es gibt die Melone, die wie eine Bowlingkugel so vorwärts rollt. Oder es gibt eine Karotte, die halt in normalen Bogen geworfen wird und so weiter. Und ihr könnt in jedem Level könnt ihr zwischen diesen drei Spielecharakteren immer durchwählen. Und dadurch könnt ihr euch je nach Gefahrensituation euch die ideale Angriffskombination irgendwie auswählen. Finde ich einfach eine super Idee, was sie da reingebracht haben. Setzt sich auch super gut runterspielen, das Spiel. Ist nicht zu schwer, aber hat doch schon einen gewissen Herausforderungsgrad. Und dadurch finde ich das Spiel einfach wunderbar gelungen. Große, große Empfehlung von mir aus, jeder, der irgendwie Bock auf einen Plattformer hat. Und das System hat wirklich sau viele Plattformer. Aber das kann ich euch wirklich nur noch wärmstens ans Herz legen. Und genug der Vorrede. Wir kommen ohne Umschweife zu Platz 1. Und zwar Avenging Spirit für den Game Boy.
Das Spiel ist so ein bisschen berühmt-berüchtigt, weil es ist eines dieser wirklich teuren Module. Gut, ich habe dieses Jahr, habe ich mir das mal gegönnt. Ne, ab und zu gönne ich mir auch mal eins dieser teuren Gameboy-Spiele für meine Sammlung, weil ich habe jetzt, glaube ich, so an die 200 Gameboy-Spiele und da muss man halt so nach und nach auch mal die teuren Spiele kaufen, sage ich mal, weil die billigen natürlich alle schon längst abgegrast sind. Aber das Spiel ist wirklich wunderbar. Es ist nicht nur teuer, wie hier zum Beispiel dieses Beethoven-Spiel, ne? mit dem Hund, was irgendwie voll Grütze ist, aber halt teuer ist. Das Spiel ist wirklich klasse. Und zwar, grundsätzlich ist es auch ein Plattformer, hat aber einen super Kniff. Und zwar, ihr spielt nämlich einen Geist. So. Geister können halt nicht viel machen, weil sie körperlos sind. Ihr habt aber die Fähigkeit, Gegner zu besetzen. Und dadurch steuert ihr die Gegner. Und das ist einfach wunderbar, weil jeder Gegner hat natürlich seine eigenen Vor- und Nachteile. Ne? Der eine ist ein bisschen schneller, der eine springt ein bisschen besser, dafür hat der andere eine bessere Waffe und so weiter. Ne? Und ihr könnt quasi jederzeit im Level live wechseln. Ne? Ihr drückt auf die Select-Taste, dann erscheint euer Geist und dann fliegt ihr halt langsam zum nächsten und übernimmt den. Problem ist natürlich, dass ihr von der Zeit her begrenzt seid. Das heißt, wenn ihr aus einem Körper raus seid, dann leert sich ein Zeitbalken. Und wenn dieser Zeitbalken alle ist, dann sterbt ihr. Das heißt, das wird natürlich sehr knapp. Ihr könnt nicht einfach als Geist irgendwo groß rumfliegen und gut ist. Das kann wirklich durchaus knapp werden. Und dadurch wird es halt nicht zu einfach, was ein netter Kniff ist. Und so springt und knobelt ihr euch durch die einzelnen Level. Ne? Lohnt sich hier vielleicht, okay, scheiße, ich sterbe hier, aber dann übernehme ich ja den ganz schnell, der mich da gerade getötet hat. Schaffe ich das und so weiter. Solche Situationen, in die lauft ihr da ständig rein. Und das Spiel macht einfach Spaß, hat einen schönen Soundtrack, ist wirklich liebevoll auch vom Artstyle gestaltet. Ich bin großer Fan von dem Spiel und ich finde halt diese Übernehmfunktion der Gegner, finde ich einfach eine super Idee, was hier auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Also für mich auch eine klare Empfehlung. Wie gesagt, ist natürlich etwas teuer, aber naja, zur Not werft einen Emulator an, spielt mal rein. Ich würde es bei den Preisen verstehen. Ich glaube, das Spiel kostet so mittlerweile so 80, 90 Euro als Modullose. Locker, vielleicht wenn ihr mal Glück habt, dann zahlt ihr mal 10, 10er, 20er weniger, aber dann müsst ihr schon extrem viel Glück haben oder irgendwelche Connections oder ähnliches. Kann ich euch aber wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Und ja. Das waren meine Top 5 Retro-Spiele des letzten Jahres. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr ja ein Abo dalassen und einen Daumen hoch. Und ihr kennt das ganze Spiel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.